Feiern unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Uns allen ist gesagt, Gott hat uns lieb. Gott kennt alle unsere Namen. Jesus Christus ist bei uns heute und an jedem neuen Tag. Sein Heiliger Geist hilft uns, auch in diesen Zeiten als Christen zu leben. Seid herzlich willkommen zum Pfingstgottesdienst hier in und aus der Altstadtkirche in Bergneustadt. Die Kerze brennt. Die Osterkerze in der Altstadtkirche. Das Licht der Auferstehung. Hoffnungslicht gegen alle Dunkelheiten. Gottes Handeln in Jesus, es ist wunderbar und zugleich geheimnisvoll. Sein Kommen, sein Wirken, sein Sterben, sein Auferstehen, sein Nachhausegehen zum Vater. Werden Menschen das je ganz nachvollziehen, es verstehen können? Dass Gott so viel an uns liegt, dass er Jesus diesen Weg gehen lässt? Von Natur aus versteht man das nicht. Wir wünschen uns, es möge uns Menschen ein Licht aufgehen, eine Erleuchtung, sogar ein völliges Verstehen bis in den letzten Winkel der großen Geheimnisse Gottes. Vielleicht wird uns dies ja eines schönen Tages am Ende geschenkt, wenn wir Gott schauen, wie er ist, und uns die Augen übergehen. Bis dahin Gott verstehen lernen in seinem Handeln in Jesus. Das ist der Weg eines vertrauenden Glaubens. Und dabei kommt Gott uns wieder entgegen. Er hilft uns, für unseren Teil immer mehr Verstehende, Erleuchtete zu werden. Sein Geist kommt in uns und lehrt uns, die Liebe Jesu zu erkennen. Davon erzählt Pfingsten. Davon handelt unser heutiger Gottesdienst. Zu Pfingsten gehören Lieder. Lieder wie zu jedem der großen christlichen Feste. Lassen wir uns heute wieder Lieder vorsingen und singen wir gerne zu Hause Lieder mit, soweit sie uns bekannt sind. Nun erklingen aus der Feder des schlesischen Pfarrers Benjamin Schmolk, der fast 1200 Lieder gedichtet hat, Strophen seines Pfingstliedes mit vielen meist biblischen Bildern, barock
reichlich geschmückt. Schmückt das Fest mit Maien, singen wir es. Beten wir miteinander. Herr unser Gott, deine Gedanken sind nicht unsere Gedanken und deine Wege sind allemal höher als unsere Wege. Wir danken dir heute, dass du uns deinen Geist in unsere Herzen gibst, dass wir deine große Liebe erahnen, sie spüren, sie annehmen können. Ja, Herr, wohne in uns, wirke in und durch uns im Heiligen Geist, der ist dein Licht, der gibt uns Klarheit auf unserem Pfad des Glaubens. Herr, es ist so viel Verblendung, Betrug und Schein in dieser Welt. Der Glaube an dich, er hat es schwer in unseren Tagen. Die Kraft deines Geistes, sie brauchen wir umso mehr. Den Mut, uns mit Worten und Taten zu dir zu bekennen, den schenk uns immer wieder neu durch deinen Geist. Amen. Hören wir jetzt Strophen des pfingstlichen Liedes von Philipp Spitter, voll biblischer Bilder und kraftvoller Formulierungen. O komm, du Geist der Wahrheit. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Warte mit Verwandte Tod und Scheiß. Wir hören und leben aus.
Liebe Gemeinde, 7 Wochen nach der Auferstehung. Die aufwühlenden Ereignisse der Kreuzigung Jesu, des Wunders der Auferstehung und seiner Heimholung durch den himmlischen Vater sind den Jüngern noch ganz nah. Wie kann man das auch vergessen, was das Leben so völlig umgekrempelt hat? Alles ist neu. Leben in einer neuen, geheilten Gemeinschaft mit Gott. Neue Hoffnung über den Tod hinaus. In dem allen ein Wermutstropfen für die Jünger. Die schöne, die sinnerfüllte Zeit mit Jesus, sie ist nun vorbei. Aber sie wissen ihn nach seinen Worten nun zur Rechten des Vaters sitzend. Er hat ihnen zugesagt, von dort wiederzukommen, so wie er war. Und bis dahin, auch darüber hatte sie Jesus nicht im Unklaren gelassen. Zu seinen letzten Worten zählten diese: Schaut, ich werde jetzt jeden Tag bei euch sein, bis ich wiederkomme am Ende aller Erdentage. Aber wie, wo er doch leibhaftig nicht mehr da war? Ihr werdet nie allein sein, weil ich euch meinen Beistand senden werde, den Heiligen Geist. Der wird euch helfen, wenn ihr jetzt mit der Botschaft von der Liebe Gottes zu den Menschen geht, so wie ich es getan habe. Ihr dürft gespannt sein, seid und bleibt vor allem jetzt in Jerusalem. Dort wird nämlich mein Geist zu euch kommen. Nun, 7 Wochen nach der Auferstehung, feiern sie am 50. Tag in Jerusalem ein großes Fest, das eintägige Wochenfest, auch Pfingstfest genannt, ein Dankfest für die beendigte Getreideernte, wie Christen heutzutage Erntedank feiern. Und was sich dann zuträgt, das lese ich heute in einer abgekürzten Zusammenfassung, die Deutsche Bibelgesellschaft einmal zur Verfügung gestellt hat. Sie lautet so: Zum Pfingstfest waren viele Menschen nach Jerusalem gekommen. Fromme Juden aus vielen verschiedenen Ländern hatten sich in der Stadt versammelt, um das Fest zu feiern. Auch die Männer und Frauen, die mit Jesus unterwegs waren, trafen sich und beteten gemeinsam. Plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen. Es hörte sich an, als ob ein Sturm vom Himmel heranwehte. Das Rauschen füllte das ganze Haus aus, in dem sie waren. Dann sahen sie etwas wie Feuer von oben herunterkommen. Und auf jedem von ihnen ließ sich eine Flammenzunge nieder. Der Heilige Geist war zu ihnen gekommen, genau wie Jesus es ihnen angekündigt hatte. Er erfüllte sie und gab ihnen Mut und Kraft. Plötzlich konnten sie in vielen verschiedenen Sprachen sprechen. Draußen vor dem Haus waren alle Menschen zusammengelaufen, die das Rauschen gehört hatten und wissen wollten, was nun geschehen war. Da gingen die Jünger hinaus und begannen vor der Menschenmenge Gott zu loben und von seinen großen Taten zu erzählen. Die Leute waren ganz verwirrt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sind das nicht alles Galiläer, die da reden? Sagten sie zueinander. Wieso können wir sie denn alle verstehen? Wir kommen doch aus so vielen verschiedenen Ländern. Erstaunt und ratlos standen sie da und fragten einander, was hat das wohl zu bedeuten? Und einige riefen, die sind doch betrunken. Da trat Petrus vor und rief laut: Hört mich an, wir sind nicht betrunken. Nein,
heute geschieht, was Gottes Propheten schon vor langer Zeit angekündigt haben. Gott hat seinen Geist über die Menschen ausgegossen. Jetzt werden wir selbst zu Propheten. Hört, was ich euch zu sagen habe. Jesus von Nazareth ist am Kreuz gestorben, aber Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Jesus lebt. Wir alle sind Zeugen dafür. Er ist zu seinem Vater im Himmel gegangen. Und jetzt hat er uns den Heiligen Geist geschickt, wie er es versprochen hatte. Deshalb können wir so zu euch sprechen, dass ihr alle es versteht. Alle Menschen sollen erkennen, Gott hat Jesus zu unserem Herrn gemacht. Er ist Christus, der Retter. Liebe Gemeinde, was Jesus angekündigt hat, ist nun eingetreten. Seine Verheißung ist erfüllt. Den Jüngern widerfährt, was Jesus ihnen versprochen hat. Das Geschenk seines Geistes, des Heiligen, das heißt zu Gott gehörigen, von Gott kommenden Geistes. Und wieder ist es ein umwälzendes, ein aufwühlendes Ereignis von Gott her. Ein mächtiges Rauschen, wie bei einem herannahenden Sturm. Und ein Licht geht über ihnen auf. In einer Flammenzunge setzt es sich auf jeden ihrer Köpfe. Was da geschieht, das ist nicht erklärbar, nicht natürlich erklärbar. Das ist den Beteiligten und den Zeugen sofort klar. Wenn Gott kommt und handelt, dann hat er seine eigene Weise. Einst im Kind, jetzt im Wind. Wind, Atem, Hauch, hebräisch Ruach, griechisch Pneuma, bibeldeutsch Geist. Ein bewegendes, ein aufwühlendes Ereignis. Und als erstes wird deutlich erfahrbar, der Heilige Geist öffnet und verbindet Menschen. Alle Menschen sind da zusammengelaufen, als der Geist kam, so wird uns in der Bibel berichtet. Gottes Geist versammelt und er verbindet sie. Das zeichnet ihn aus. Es ist im Eindruck dieses Pfingstereignisses geradezu so, dass der Heilige Geist Menschen füreinander öffnet. Menschen, ja, die schon rein sprachlich keinen Zugang zueinander hätten. Und das erlebe ich in der Kirche ja bis heute auch so. Menschen, die sonst wenig gemeinsam haben, im Geist Gottes finden sie zur Gemeinschaft. Gottes Geist, der uns füreinander öffnet, ist deshalb immer auch ein ökumenisch verbindender Geist, der das Miteinander von Christen will und es aktiv fördert. Weil in diesem Geist Gottes Liebe in den Herzen der Menschen ausgegossen ist und dort wirkt für das Miteinander. Wir sollten uns diesem Geist also niemals entgegenstellen, indem wir etwa Vorbehalte gegeneinander pflegen. Gerade ist der dritte ökumenische Kirchentag zu Ende gegangen, online veranstaltet dieses Mal unter dem Thema Schaut hin, packt an, das ist wie eine Aufforderung an uns, auch in der Ökumene. Und dazu hilft uns der Heilige Geist. Und das Zweite, das im Pfingstereignis aufleuchtet, lautet für mich, der Heilige Geist bringt das Verstehen des Evangeliums von der Liebe Gottes in Jesus. Im Pfingstereignis werden die Jünger durch den Heiligen Geist befähigt, zu allen verständlich von Jesus zu sprechen und Gott zu loben. Petrus, der ja immer der Sprecher der Juden, der Jünger ist, Petrus tut es vom Geist erfüllt,
in seiner persönlichen, flammenden Rede über Jesu Taten für uns. Vieles davon bleibt für Menschen damals, ja, wie auch heute, ein Geheimnis Gottes, wenn es ihnen nicht von Gottes Geist aufgeschlossen wird, erschlossen wird. Paulus, der das von ihm Verstandene unter die Völker bringt, schreibt einmal im 1. Korintherbrief über sich und seine Mitarbeiter: Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch den Heiligen Geist enthüllt. Denn der Heilige Geist erforscht alles, selbst die unergründlichen Geheimnisse Gottes. Welcher Mensch weiß denn, was in einem anderen Menschen vorgeht? Das weiß nur sein eigener Geist. So ist es auch mit Gott. Keiner kennt ihn, nur der Geist Gottes. Wir haben aber nicht den Geist dieser Welt empfangen, sondern den Geist, den Gott selbst schickt. So können wir erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Der Heilige Geist schenkt also das Verstehen dafür, was Gott uns, mir und dir in Jesus schenkt. Damit führt uns der Geist zum Glauben. Martin Luther sagt bekanntlich in seinem kleinen Katechismus: Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten, gleich wie er die ganze Christenheit auf Erden beruft, sammelt, erleuchtet, heiligt und bei Jesus Christus erhält im rechten einigen Glauben. Und dann das Dritte. Der Heilige Geist führt zu einem mutigen Bekenntnis. Ohne den Heiligen Geist gäbe es vermutlich gar keine Kirche mehr auf Erden. Bei so viel Gegenwind durch alle Zeiten bis heute hätten die Christen wohl längst die Fahne gestrichen und aufgegeben. Aber sie ist da, die Kirche, obwohl sie immer wieder totgesagt wird. Denn sie ist eben keine Art Traditionsverein zur Wahrung des Andenkens Jesu, sondern eine Gemeinschaft von Menschen, die Gottes Geist verstehen ließ, was Jesus für uns getan hat und was das mit mir und mit dir zu tun hat. Die sagen, es ist für uns, auch für mich geschehen. Es ist aber auch für alle anderen Menschen geschehen und darum muss ich davon reden, unterstützt von Gottes Geist. So wie Petrus bekennt, alle Menschen sollen erkennen, Gott hat Jesus zu unserem Herrn gemacht. Er ist Christus, der Retter. Nun, das alles beginnt, als den Jüngern in Jerusalem der Heilige Geist geschenkt wird. Und es wird klar, der Heilige Geist öffnet und verbindet Menschen. Der Heilige Geist bringt das Verstehen des Evangeliums von der Liebe Gottes in Jesus. Der Heilige Geist führt zum mutigen Bekenntnis. Und darum, ihr Lieben, ist es so wichtig, dass auch wir heutzutage, auch dieses Jahr wieder zu Pfingsten, immer wieder um den Heiligen Geist bitten, damit er auch durch uns in diese manchmal verquere Welt hineinwirke. Amen. Teilen wir nun miteinander ein pfingstlich beschwingtes Lied, das man auch in der ökumenischen Gemeinschaft in südfranzösischen Thésée gerne singt und das unter anderem im katholischen Gesangbuch, dem Gotteslob, steht: Atme in uns, Heiliger Geist. Thank you.
Beten wir miteinander. Dank sei dir, Herr unser Gott, dass dein Heiliger Geist in uns atmet, dass wir in Jesus die Fülle deiner Liebe erfahren, dass wir dich als einen barmherzigen Vater über uns wissen. Aus solcher Gotteserfahrung heraus bringen wir nun unsere Bitten vor dich. Herr, mit Schrecken sehen wir die Bilder der Gewalt im Heiligen Land. Leid und Tod treffen Israelis wie Palästinenser. Lass die Bemühungen um Dialog und Frieden gedeihen, dass das Bombardement und die Angriffe auf der Straße ein Ende finden. Lass auch die Menschen in Myanmar endlich zu einem Leben in Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit finden. Stärke alle Bemühungen darum, erweiche verhärtete Herzen. Herr, Lug und Trug, sie sind immer wieder erfahrbar. Üble Hetze, bewusste Falschmeldungen, nicht nur im Internet. Lass deinen Geist der Wahrheit einkehren und genau dort wirken, dass das Unrecht entschieden beim Namen genannt wird und Wahrheit und Ehrlichkeit obsiegen. Herr, in diesen Tagen hätten wir in unserer Stadt normalerweise das Schützenfest als ein freudiges Traditions- und Volksfest gefeiert. Im Angesicht der Pandemie musste auch dies abgesagt werden. Lass uns nach vorne blicken, im Geist der Hoffnung auf bessere Tage. Sei allen besonders nah, die unter den Folgen der Pandemie leiden. Schenke allen die Einsicht, dass auf Dauer nur eine Impfung vor einer Ansteckung zu schützen vermag. Herr, in der Stille bringen wir nun vor dich, was uns persönlich besonders bewegt. Herr, dir in die Hände
sei Anfang und Ende, sei alles gelegt. Amen. Ein inniges Gebet, das ist auch unser folgendes Pfingstlied. O Heiliger Geist, kehr bei uns ein. Singen wir es. Thank you.
So wie Jesus gebetet hat, können auch wir gemeinsam sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Segen des dreieinigen Gottes, er möge nun mit uns sein. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.